Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zock. So, wir sind in Steineberg, heißt das Städtchen, glaube ich. Jawohl. Und hier sind wir stehen geblieben mit dem neuen Bahnhof für ja die Hybridstrecke, die dann ja auch zur TGW-Strecke wird. Auf der Gegenseite. Gut. Jetzt habe ich gesagt, wir machen in der Folge wahrscheinlich eine Personenlinie. Ich würde das jetzt aber anders machen, nämlich lasst uns die Hybridstrecke fertig bauen. Das ist jetzt nur noch die Strecke bis nachher hinten. Dann haben wir das Ganze, dann können wir nämlich relativ schnell zügig dazu übergehen, die Züge zu kaufen und dann eben, hurra, mitzufahren. Allora, das würde heißen, ich würde jetzt hier mal nach hier und guck mal, hier haben wir nämlich die Autobahn. Da können wir relativ schön mal gucken, wie irgendwie der Autobahn zumindest bis nach da hinten folgen. Vielleicht mit einer Kurve an dem Berg vorbei oder durch den Berg durch. Das werden wir dann sehen. Ich würde sagen, jetzt bauen wir zuerst mal die Strecke, die uns dort zur Autobahn führt. So, weil ich gehe jetzt mal stark davon aus, in der Folge werden wir die Strecke fertig kriegen. Aber nicht, wenn es jetzt hier gleich mal als erstes auf eine Brücke geht. Weil, ja, jetzt guck mal, das ist natürlich irgendwie nicht das, was ich wollte. Das sieht zwar irgendwie interessant aus. Auf der anderen Seite, naja, das Problem ist halt, wir können hier nicht mit Kurven runter. Also können wir zwar schon, weil, sagen wir mal so, das gehört noch zum Bahnhofsbereich. Aber es bringt nicht mal was, wenn ich das so baue. Wenn ich in die Richtung gehe, bringt es was. Ja, ein bisschen. Dann vielleicht mit einer Kurve darüber. Ich würde sagen, wir machen es mal so. Dann düsen wir hier halt noch ein bisschen in die falsche Richtung. Das ist ja okay. Aufgeschüttet oder Brücke? Ich würde hier vielleicht sogar aufschütten. Ich baue es mal. Ich baue es mal unter dem Vorbehalt, dass wir das wieder ändern. Aber wenn wir dann hier eben zur Brücke ansetzen würden und das vielleicht sogar mit 300 km/h, dann müsste ich ein bisschen weiter nach hier hinten. Dann müsste ich viel weiter nach da hinten. Also das geht nicht. Okay, dann machen wir das mit weniger. Sagen wir mal 200 wäre das Ziel. Da hätten wir 100. Sollen wir uns auf die 100 einigen? Dann hätten wir es wenigstens. Die ist mir zu wenig massiv, die Brücke. Die ist auch in dem Sinn nicht massiv. Vielleicht sogar irgendwie sowas. Das ist jetzt zwar nicht wirklich eine ICE-Brücke, beziehungsweise eine Hybrid-Brücke, aber es ist eine massive Brücke. Die passt natürlich irgendwo relativ gut hier hin. Sollen wir das so machen? Mir würde zwar, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie sowas in der Richtung doch besser gefallen. Weil es halt schneller aussieht. Das sieht halt moderner aus. Mir gefällt das eigentlich fast besser. Wir machen das mal so. Nur man sieht, wenn wir es jetzt so bauen, dann wird das schwierig, dass wir noch irgendwie in Richtung Autobahn kommen. Wenn ich es so mache, wir verlieren dann doch ordentlich Tempo. Es ist aber egal, weil wir sind hier ja wirklich im Bereich, wir drehen sozusagen noch. Wir müssen ja nach da hinten. Hier muss es dann schnell werden. Aber selbst wenn ich das jetzt so baue, ja, Moment, so kämen wir an die Autobahn ran. Also, das wäre die Möglichkeit, die wir hätten. Kann man machen, denke ich, hier mit diesem gebogenen Ding. Doch, wisst ihr was, das machen wir. Kriege ich hier auch irgendwie ein zweites Gleis noch hin? Werden wir gleich wissen. Dafür müssen wir nochmal kurz zum Bahnhof zurück. Aha, das ist hier auseinander dividiert. Okay, wie sind wir denn hier reingekommen? Ja, auch auseinander dividiert. Nee. So geht's nicht. Okay, das muss ich, glaube ich, nochmal kurz korrigieren. Alles klar. Ich dachte gerade, ich hätte doch dort nicht die Gleise auseinandergezogen. So, jetzt haben wir's auseinandergezogen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir hier wieder ran. Ja, machen wir das mal so. Das muss ja auch nicht mit Hochgeschwindigkeit sein, weil hier haben wir sie auch nicht. Und der Zug ist so schnell, das macht irgendwie gar nichts. Wenn der mal irgendwie nur 180 fährt, der ist so schnell wieder auf seinen 300. Das ist eine Schnuppe. So, das funktioniert. Hier kommen wir nicht mehr unten durch. Man sieht aber auch das ist Schnuppe, weil da fährt kein Schiff lang. Okay, haben wir. Und jetzt irgendwie so hier hin. Das würde gehen. So, mit 240. Also, ich möchte einfach spätestens hier hinten dann die 300 haben. Aber wenn wir das so machen, dann ist A hier der Zoll im Weg und B das Teil im Weg. Also, das geht irgendwie leider auch nicht. Da müssen wir ein bisschen weiter weg. Das heißt dann, wir haben ein bisschen mehr Tempo, aber ja, es wäre halt schon schön gewesen, so an die Autobahn ran. Aber es geht nicht, ihr seht. Weil wir können vielleicht hier ran oder wir hätten hier einen weiteren Bogen machen können und hier Anlauf holen. Aber das ist dann alles irgendwie, weiß auch nicht, gefällt mir nicht. Wir machen so. Und jetzt dreht der Held nach hier vorne. Dann würde ich das Teil hier aber nochmal kurz kappen. Ich möchte mit der Eisenbahn durch. So, möglichst geradeaus. Das wäre dann plus minus so. Oder wir düsen jetzt halt hier hinten ran. Ja, dann müssen wir das ganze Kreuz kappen oder ich muss es halt so bauen.
und dann gucken, dass ich hier wieder rankomme. Ja, das könnte man aber. Und dann eine Parallelbrücke ziehen. Ich schau mal. Hier haben wir die 300. Das wäre schon mal eine gute Ausgangslage. Nehmen wir das mal mit. Hängen das hier hinten rein. Aber wenn es geht, schon hier. Okay. Funktioniert. So, und jetzt hier. Ich werde hier gleich noch kurz die Brücke machen. Oh, das wird aber schwierig mit einer Brücke. Das wird gar nicht funktionieren. Ich kann ja nicht hier mit das, die Autobahnausfahrt anheben. Ja, da muss ich gucken, wie ich das mache. Wenn wir das so machen, nicht nur 175, das heißt, hier werden wir nochmal langsamer und ab hier können wir dann volle Pulle gehen. Hier gerne parallel der Straße entlang und hier halt wieder durch einen Berg durch wahrscheinlich. Oder wenn wir es irgendwie hinkriegen, dass wir hier auch eine Kurve machen, das werden wir dann dort hinten sehen. Aber jetzt, das ist halt der Bereich, wo wir nicht allzu, wie soll ich sagen, allzu schnell starten werden. Dafür haben wir hier die Möglichkeit, parallel zu sein. Und das gefällt mir halt schon. Der parallel zur Autobahn und hier natürlich noch Autos fahren etc. Das wäre dann die Idee. Okay, wenn wir es so machen, haben wir hier eine interessante Brücke, muss ich sagen. Irgendwie mit komischen Pfeilern. Was ist das denn merkwürdiges? Moment, ich baue es mal anders. Nicht ich so. Ah, dann haben wir wieder das Teil. Das ist irgendwie eine ganz merkwürdige Brücke. Ich baue sie mal. Lass mich mal gucken. Irgendwie. Also von hier geht's ja. Aber wenn man von hier guckt, dann sind doch die Pfeiler falsch. Nee, also das funktioniert definitiv nicht. Und ich kriege hier halt wahrscheinlich keine eigene Brücke hin. Höchstens mit ein bisschen Abstand. Dann könnte ich das machen. Sollen wir ein bisschen Abstand machen? Ja, wisst ihr was, wenn das sowieso eine hässliche Brücke gibt. Jetzt, wir machen das nochmal anders. Wir machen das mit ein bisschen Abstand. Auch zur Autobahn. Wo wir es doch gerade von Abstand haben. Wir machen das so und gehen so hier rüber. Da kommen wir noch ein bisschen in die Nähe, das ist okay. Und da vorne geht es dann auf die Brücke. Jetzt kann ich das wahrscheinlich sowieso gleich auch nochmal abreißen, weil da, da vorne müssen wir noch ein bisschen Höhe haben. Und hier werden wir mit dem Wischmob noch arbeiten. Aber jetzt haben wir zuerst das Problem hier, diese Ausfahrt. Ich würde halt hier einen Bahnübergang machen. Wir können eigentlich nicht viel anderes machen, weil wir kommen nicht unter die Erde, wir kommen auch nicht auf eine Brücke rauf. Die Frage ist, ja, ich wollte gerade sagen, kommen wir hier überhaupt irgendwie raus? Mit einer dünneren Straße vielleicht. Irgendwie so. Jawohl, so geht. Okay, jetzt könnte ich hier aber natürlich auch unter die Erde. Beziehungsweise, Moment. Ich teste mal was. Wenn wir es so machen. Und jetzt hier unter die Erde gehen. Jawohl, das funktioniert. Nehmen wir doch gleich dieses Portal hier. Und da wieder rein. Passt. Also, und jetzt nehmen wir Kollege Wischmob, damit wir das hier, was wir alles kaputt gemacht haben, wieder hinkriegen. So, hier geht es halt übel in ein Loch rein. Das sieht nicht gerade ungefährlich aus, aber okay. Es geht auch nicht um diesen Weg hier, weil da ist sowieso Map-Ende. Ist also halb so tragisch, wenn es dort ein bisschen runter geht. Das passt schon. Okay, so, das hätten wir. Wir schnappen uns wieder die Schiene, weil wir wollen heute ja noch nach da hinten kommen. Also hier eine Brücke. Können wir eigentlich auch so machen. Wisst ihr was? Wir machen so. Wir machen jetzt gar nichts anderes, weil, ja, hier kommt ja kein Schiff mehr durch. Also dann können wir das auch so machen. Machen das aber, wenn es geht, irgendwie, sagen wir mal, optisch parallel. Wisst ihr, wie ich meine? Oder sollen wir das so machen, dass wir hier dran vorbeidüsen? So? Hat eigentlich auch was. Dann geht es halt dort direkt in den Berg rein. Ich baue es mal ein bisschen kürzer. Die Brücke haben wir, glaube ich, noch. Jawohl. Geht aber nicht. Moment, da müssen wir nochmal schnell korrigieren. Da sind wir zu nah an der Autobahn dran. Okay, 300, 300. Hier haben wir 290. Das ist Käse. Wir bauen es nochmal. So, also da mache ich jetzt gar nichts. Von wegen, nö, nö, das ist jetzt schon okay. Weil hier müssen wir nichts abreißen, wenn wir es korrigieren. Das ist was anderes wie dort in der einen Stadt drin, wo wir es nicht mehr richten können. Das ist jetzt hier aber alles 300. Ob jetzt das da anliegt oder nicht, ist eigentlich, ja, nicht wirklich interessant. Das Interessante ist, wir müssen hier die Beschleunigung zulassen. Wir dürfen hier nicht nochmal eine Barriere machen. Eine Barriere, eine Bremse. So, 300, 300, 300. So wird ein Schuh draus. Einmal hier rüber, 300, 300. Passt. Und jetzt bleiben wir aber auch bei diesen 300. Und schauen trotzdem, wenn wir hier so in die Richtung düsen, dann kämen wir irgendwo hier wieder raus. Das ist in Ordnung. Wo wollen wir hier durch? Müssen wir gucken, was wir hier in Salzburg machen. Vielleicht unten durch? Oder noch cooler wäre irgendwie mit einer Brücke. Dass wir irgendwie von hier eine Brücke starten und der Hybrid dann in einer gewissen Höhe hier rüber düst. Das wäre, glaube ich, relativ cool. Aber jetzt müssen wir erstmal durch diesen Berg durch.
Und das werden wir, ja, ihr ahnt es genau, mit einem Tunnel machen, weil sonst haben wir die 300 nicht. Also, wo kommen wir wieder raus? Das ist eigentlich fast schon ein Gotthardtunnel. Hier unten. Ja, ist in Ordnung. Relativ lang das Ganze. Gerne mit diesem Portal. Die 300 haben wir, glaube ich, auch. Jawohl. Das passt. Zack, gebonkt. Ein Jahrhundertbau. Einfach mal so ganz schnell hingestellt. So, das zweite Gleis düst hier auch noch durch. Und dockt hier an. Ja, jetzt haben wir irgendwie ein Problem. Moment, so. Brauchen wir es halt in kleineren Schritten, das ist ja auch kein Ding. Zack, hier vorne hin. Und jetzt hier mit einer Brücke rüber und vielleicht tatsächlich schon auf der Höhe bleiben. Dass wir dort irgendwie, keine Ahnung, ich guck mal schnell, ob das überhaupt geht. Ja, wenn wir hier raufgehen. So, wenn wir hier das eine oder andere Häuschen abreißen müssen, dann ist das okay. Ich möchte nur beim besten Willen natürlich nicht ganz Salzburg demolieren. So, irgendwie plus minus so hätte ich mir das vorgestellt. Man sieht aber, da haben wir Brückenpfeilerkollision. Auch mit den anderen Brücken, das ist eigentlich relativ egal, welche Brücke man nimmt. Schade, warum? Wegen der Straße oder was ist im Weg? Hier wird es gehen. Hier ist das Haus im Weg, das kann eigentlich kein Problem sein. Sehr unperformant natürlich, ganz klar. Wenn wir hier das Ganze noch nicht gebaut haben. Das wäre aber halt genau das, was ich möchte. Aber ja, wenn es nicht geht, geht's nicht. Das müssen wir irgendwie anders machen. Ich teste das mal mit irgendwie Kurven. Nee, das geht überhaupt nicht. Wenn wir die Kurve in die Richtung machen, geht auch nicht. Wenn wir es ein bisschen ziehen, geht auch nicht. Wenn wir es hier hinhängen und ziehen, das geht auch nicht. Okay, das funktioniert nicht das, was ich wollte. Vielleicht hier rüber. Kriegen wir hier eine Brücke rüber. Wir müssen aber ein bisschen natürlich noch auf dem Flughafen aufpassen. Wenn hier Flugzeuge starten und landen, die sind nicht so begeistert, wenn da eine Brücke über die Startbahn geht. Aber vielleicht von hier aus. Moment, was macht das Spiel? Moment, jetzt hier, diesen hier. Ziehen, genau. Aha, da sieht man, das geht. Doch, doch, das funktioniert. Jetzt natürlich aber eben mit einer anderen Brücke. Was wäre dann mit der hier? Das hat doch was. Wenn hier der ICE so rüberdüst, das wäre noch ein bisschen paralleler zum Flughafen, aber das funktioniert nicht. Wir müssen es so bauen, dass es funktioniert. Das wäre so. Was meint ihr? Das sieht doch klasse aus. Wenn hier oben der Hybrid durchdüst, so über den Salzburger Flughafen, da hinten die Güterzüge etc. Ja, das ist gebonkt. Das machen wir. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir von hier nach da, wo wir rauskommen, nach da hinten mit 300 km/h das Ganze hinkriegen. Das müsste aber auch gehen. Ganz einfach, weil wir natürlich hier noch ordentlich Platz haben. Ja, machen wir auch. Ist das gerade? Jawohl. Zack, gebonkt. Hier runter. Jetzt hänge ich es mal direkt zusammen. Ich möchte einfach mal gucken, was macht das Spiel, wenn ich das darf. Das ist hier. Oh, das ist halt schon sehr unperformant. Moment. Boah, nee, nee. Aber nicht, dass ich jetzt hier irgendwie Sachen abreiße, die wir bereits gebaut haben. Ich schnapp mir das Gleis mal von hierher kommend. Ist, glaube ich, einfacher. Warum auch immer das so ist. Wo kommen wir rüber? Hier. So, hängen das hier rein und sehen, das funktioniert nicht mal. Ich mache mal Pause, vielleicht haben wir dann mehr Performance, weil im Moment rechnet es und übt es gerade gewaltig. Ja, geht besser. Okay, das geht nicht, aus irgendwelchen Gründen. Aha, ich weiß auch aus welchem. Hier ist eine Fabrik im Weg. Das Ganze wäre für meinen Geschmack auch zu hoch. Müssen wir anders machen. Werden wir aber auch hinkriegen. Also wir müssen mal an dem Teil vorbei. Das heißt, irgendwie das Ganze ein bisschen so drehen. Abwärtsstrahl haben wir. Das würde klappen. Und dann eine Kurve nach da, die müssen wir eigentlich auch mit 300 hinkriegen, würde ich sagen. Wir können hier, glaube ich, sogar... Ja, nee, das geht nicht. So wird es gehen. Dann müssen wir die Kurve in die andere Richtung machen. Ich glaube, das wird eher schwieriger. Ich denke, das hier ist das Einfachere, wenn wir es so machen. Jetzt ist halt die Frage, gefällt uns das mit dieser Höhe? Wir haben dann durchgehend diese Höhe. Also hier finde ich es cool. Hier ist die Stadt und hier geht es nicht anders. Weil man sieht ja, wir haben hier tatsächlich einen Abwärtsdrall. Ja, ich mach's mal. Weil anders funktioniert's nicht. Wir können hier tatsächlich irgendwie plötzlich so Kurven machen, als würden wir eine Bergstrecke bauen. Jetzt müsste ich es aber zusammenhängen können. Das können wir auch. Jetzt geht's nicht darum, was haben wir an Brücke etc. Das können wir noch ändern. Mir geht's darum, wir haben die 300 überall. Ne, hier haben wir sie nicht. Hier haben wir 299. Echt jetzt?
Moment, das kappen wir nochmal. Und dann setzen wir hier ein bisschen eher an. Dann müssen wir das auch noch hinkriegen. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 300, jawohl. Gut, und jetzt, wie wäre das vom Bauen her? Ja, wäre halt diese Brücke. Aus dem Tunnel raus gehen wir auf die Brücke, die uns dann dort nach Salzburg führt. Für so eine Hybridstrecke kann man das, denke ich, machen. Wir könnten hier aufschütten oder einen Damm machen. Das finde ich jetzt beides nicht wirklich ideal. Da gefällt mir das hier besser. Wir hätten hier... Nee, schiffbar ist das nicht. Also beschiffbar. Da unten ist aber auch nichts. Wisst ihr, was das machen wir? Dann sind wir nämlich schon an Salzburg vorbei. Eben. Man könnte hier natürlich wirklich noch einen Damm machen oder sowas. Aber ich denke, das lassen wir. Weil das sieht für sich genommen so eigentlich auch okay aus. So, kriegen wir das zweite Gleis hier auch noch rüber. Jo, bis hierhin ja. Jetzt wird es hier interessant. Oh, das habe ich noch gar nicht bedacht, dass wir hier noch ein zweites Gleis rüberziehen müssen. Ja, so viel zum Thema. Oh lala, okay, da haben wir eine Brückenpfeiler-Kollision. Hier geht's. Ja, das geht nicht wegen dem Busbahnhof hier unten. Ja, da sieht man, da sind die Pfeiler, hier ist der Busbahnhof. Kannst du nicht die Pfeiler anders anordnen? Wie haben wir das... Denn hier, gar nicht schlecht. Das ist eigentlich okay, so wie die stehen. Warum macht das Spiel das jetzt nicht gleich? Dass wir dort auch nur zwei Pfeiler haben. Ist natürlich eine andere Situation. Hier wird es sowieso nicht gehen. Auf der Seite. Ja, geht auch nicht. Dann müssten wir es anders machen. Was wir natürlich machen können, ist das so mit dem zweiten Gleis. Ja, wir müssen aber auf die Seite. Und ja, wisst ihr, was ich meine? Dass wir hier eine Kurve machen und hier auf der Seite dran vorbeidüsen. Das Problem ist aber ganz einfach, wir sind ja tatsächlich auf der falschen Seite. Wenn wir hier eine Alternativlösung wollen, dann müssen wir tatsächlich hier irgendwie lang. Und das funktioniert ja nicht wegen dem Busbahnhof. Was wäre eine andere Möglichkeit? Durch einen Bahnhof durch. Also hinten kommen wir irgendwie wieder zusammen. Da habe ich gar keine Bedenken. Aber wenn wir jetzt hier durch einen Bahnhof durchdüsen, dann ist das Tempo weg. Und hier nochmal rüber, nochmal auf eine Brücke, da kommen wir nicht mehr runter. Das ist irgendwie keine Alternative. Was wir machen könnten, ganz klar, ist hier einen eingleisigen Bereich. Aber das ist natürlich eine Katastrophe für schnelle Züge. Also wenn die mit 300 Sachen dann tatsächlich daherkommen und hier anhalten müssen, weil gerade ein Zug aus der Gegenrichtung kommt, das ist nicht, was ich möchte. Ja, selbst wenn wir hier nur einen kleinen Bereich eingleisig haben. Also das wird trotzdem halt zur Folge haben, dass wir hier irgendwie anhalten müssen. Hier in einer von den Schnellzügen muss anhalten. Okay, das geht beim besten Willen nicht. Abreißen. Dass wir den Busbahnhof anders machen. Wir sind ja im Pausenmodus. Ich würde sagen, das machen wir mal. Okay, dann gibt es hier halt vielleicht nicht so ein Wendedingens. Weil wir müssen hier mit dem Gleis vorbei. Es hilft nichts. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das jetzt schon schaffen. Dann können wir nachher gleich dazu übergehen, dort wieder eine Bushaltestelle hinzustellen. Solange man im Pausenmodus ist, ist das ja egal. Da kann man hier wirklich abreißen, was man will. Auch wenn jetzt da oben eine Fehlermeldung kommt, die muss uns nicht wirklich interessieren. So, jetzt wäre es halt schön. Ja, jetzt geht's problemlos. Okay, dann haben wir das tatsächlich noch hingekriegt. Gut, jetzt brauchen die hier aber wieder eine Bushaltestelle. Und da müssen wir jetzt gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Ja, ist der Flughafen. Das dürfte natürlich schon eine vernünftige Bushaltestelle sein. Das Problem ist, wir kriegen dort vom Platz her keine mehr hin. Also eine richtig schöne, große. Vielleicht irgendwie sowas oder sowas in der Richtung. Würde gehen, dann müssten sie drehen. Wir können ja mal ganz schnell gucken, was wir mit der Straße hier noch anstellen können. Kriegen wir hier eine Kurve hin? Ja, wenn wir das Häuschen wegnehmen. Okay, dann nehmen wir doch glatt das Häuschen weg. Zack, okay. Also diese Wendedingens, die kriegen wir wahrscheinlich, behaupte ich mal, nicht mehr hin. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Da, die Teile. Wendeschlaufe einmal drehen. Kollision. Leider mit der Brücke. Vielleicht nur die Häuser opfern. Ich drehe es mal ein bisschen. Ja, so geht's. Dann sind halt die Gebäude weg. Das ist auch irgendwie schade, weil das ist eigentlich die Bahnhofstraße. Es würde aber funktionieren. Warum schwabbelt das denn so? Seht ihr das? Das schwabbelt völlig. Hallo? Warum schwabbelst du? Ich nehme mal ein anderes Teil. Was haben wir hier? Tram ist sowieso falsch. Wir brauchen Bus. Da hätten wir Bus. Ist das größer? Echt jetzt? Bisschen drehen.
Das schwappelt immer noch. Ein Geschwappel. Krümmung zu groß. Ich verstehe nicht, warum das so rumtänzelt. Ich mach's mal hier hin. Zack, okay. Jawohl, das müsste funktionieren. Schade um die Häuser, gebe ich euch recht. Aber auf der anderen Seite, mir ist halt tatsächlich die Hybridstrecke massiv wichtig. Also monumental massiv wichtiger. Gut, können wir eigentlich wieder laufen lassen. Weil das hier wird natürlich übernommen. Da könnt ihr hier schön drehen. Aha, der hat das noch nicht ganz drin. Oder haben wir? Ne, wir haben kein Problem. Nee, das funktioniert. Man sieht, das ist auch eingezeichnet. Für den war das zu neu. Der Busfahrer hat das nicht ganz gerafft, dass der Kreisel sich jetzt dort ein bisschen verschoben hat. Gut, kommen wir hier rüber. Jawohl, aber die Frage ist natürlich eher, kommen wir mit dem zweiten Gleis rüber? Ja. Doch, so geht's. Dann wären wir hier. Düsen hier außen rum und da hinten geht's rein. Ich denke, das ist eigentlich selbstredend, dass wir das so machen. Hier kommen wir wieder auf den Boden zurück. Aufschütten können wir nicht. Nehmen wir. So, aufschütten können wir nicht, weil da eine Straße war natürlich. Habe ich jetzt irgendwo wieder in bester Heisenbergschen Manier eine Straße gekappt und die nicht wieder hingestellt? Ich glaube nicht. Sonst gerne in die Kommentare schreiben. Also wenn ich immer wieder eine Straße gekappt habe und dann vergessen habe, dass wir die wieder hinstellen sollten, dann bitte gerne mich informieren. Dankeschön. So, jetzt haben wir dort nochmal eine Industrie. Dann düsen wir mal eher in die Richtung. Düsen wir auf der Seite durch. Hier müssen wir wieder in den Tunnel rein. Das muss nicht sein, wenn es nicht sein muss. Sagen wir es mal so. 300, 300, 300. Wir gehen dann nochmal am Schluss, das habe ich auch gesagt. Nochmal die Schienen kontrollieren, ob wir wirklich überall die 300 haben. Oh, das wird hier aber eng. Ja, das wird nicht nur eng, das funktioniert nicht. Wir müssen sie einmal kappen. Das ganze Teil ist im Weg. Ah, ich bin ein bisschen zu nah dran vorbeigedüst. So hätten wir die 300 noch. Dann müssen wir hier halt den Bogen wieder zurück machen. Dann haben wir das Ganze nicht geradeaus in dem Sinne, sondern halt ein bisschen so. Gut, jetzt aber, wo wir es doch gerade von Straßen hatten, die ich geklaut habe. Komme ich hier irgendwie? Jawohl, ich komme. Sehr gut. Zack, da rein. Wischmob. Und gleich wieder reparieren. Bestens. Das Gleis ist auch das Richtige. Ich dachte, es gab für einen Moment, wenn das jetzt das falsche Gleis ist, werden wir ein Problem kriegen. Das klappt aber bestens. So, und jetzt irgendwie halt mit Ausrichtung in die Richtung. Mit Ausrichtung in die Richtung. Auch ein schöner Satz. So, ich habe gesagt, wir schaffen es noch bis nach da hinten. Das werden wir jetzt auch tun. Man sieht, wir nähern uns langsam dem Endpunkt an. Ob wir jetzt da mit dem Gleis noch reinkommen, da hinten, das werden wir rausfinden. Nein, nicht Brücken machen. Mach einfach diesen hier. Möglichst straight ahead, damit wir wirklich zügig fahren können. So, dann das schnappen. Straight ahead da lang. Ist auch okay, da gibt es tatsächlich auf der Seite kaum mehr einen Tunnel, kaum mehr eine Brücke. Ist ja auch mal schön. Dann können wir wirklich einfach geradeaus fahren. Das ist eh, was ich wollte. Da müssen wir da hinten aber, glaube ich, nochmal ein bisschen in den Berg rein. Wenn ich mich nicht täusche. Das mache ich am besten mit dem rechten Gleis. Also irgendwie so. Weil wir müssen dann hier in die Gleise rein. Da wird es sowieso relativ schnell in den Tunnel reingehen. Wisst ihr, was wir machen, das von hier aus kommt. Das ist eigentlich wesentlich cleverer, denke ich. Welches sind denn die Gleise, die wir hier brauchen? Die beiden. Sehe ich das richtig? Wir brauchen mal kurz die Linie. Na, das ist das Depot. Und hier vorne, ja, genau, da haben wir das Gleis. Dann haben wir hier die beiden. Das heißt, wir müssen mit diesen beiden hier raus. Und da habe ich schon gesagt, das geht in eine Röhre rein. Und das sieht doch eigentlich eh schon relativ nett aus. Vielleicht eher ein bisschen ebenerdig das Ganze, weil wir müssen da hinten dann runterkommen. So, wenn ich dich noch zu fassen krieg. Sauber. Irgendwie hier unten durch. Aha, so viel zum Thema unten durch. Das klappt nicht. Oh, da komme ich nicht weiter runter. Und da ist ein Depot im Weg. Wir müssen hier ums Depot rum. Das ist natürlich auch Bahnhofsbereich. Also das ist egal, wenn wir hier irgendwie ein bisschen, ja, kurvig bauen müssen. Allerdings, es wäre so schöner. Aber ich werde das Depot jetzt nicht abreißen. Das lassen wir. Das passt schon. Aber seht ihr, dass das immer so schwabbelt? Ist das irgendwie, keine Ahnung, ist das wieder ein Windows-Update? Come on! Weil ich hatte nach dem letzten Windows-Update, das glaubt man gar nicht, da startete Transportfieber auf dem zweiten Monitor. Das wäre ja soweit noch okay. Aber Steuern?
musste ich es via erstem Monitor, via Hauptmonitor. Nur war dort die Maus nicht zu sehen, der Mauszeiger. Der war wieder auf dem zweiten Monitor. Ich dachte, ich spinne. Dann habe ich irgendwie den PC neu gestartet und dann ging es dann plötzlich wieder. Aber das war für ein Momentchen schon relativ ganz schräg. So, hier wollen wir eigentlich aus dem Tunnel rauskommen, wenn es irgendwie geht. Da gerne nochmal in eins rein. Da hinten wäre unsere Strecke. Das heißt, wir müssen plus minus etwa so hier lang düsen. Gäbe es hier nochmal einen Tunnel. Ich baue das mal. Dann sehen wir ja, was passiert. Nee, da gibt es einen Riesentunnel. Nein, das möchte ich definitiv nicht. Wir gucken, dass wir hier möglichst schnell aus der Erde rauskommen und die Ausrichtung ungefähr stimmt. Plus minus wäre so. Dann haben wir ja nochmal, zack, dieses Portal. Und dann düsen wir hier rein. Hier haben wir eine kleine Delle drin. 2,99. Okay, das werden wir schnell beheben, indem wir das hier kürzen. Und von hier aus da rein düsen. Ist das das richtige Gleis? Müsste. Nicht, dass ich jetzt wieder das falsche habe. Links, jawohl. Hier durch, hier durch, hier durch. 300, 300, 300. 300, 300. Und ob das passt. So, dann hat meine Prophezeiung tatsächlich, wie soll ich sagen, ja, die traf ein. Nämlich, dass wir heute noch hier in den Bahnhof reinkommen. Das scheint tatsächlich zu funktionieren. Oder auch nicht. Jetzt haben wir hier eine Kollision. Ja, womit denn? Ja, warum denn? Ja, wieso denn? Ach, da haben wir schon ein Gleis. Moment. Nee, das geht nicht. Warum haben wir da schon ein Gleis? Das muss ich nochmal anders machen. Zack. Weil ich natürlich schon aus dem Bahnhof rausgebaut hatte. Jetzt haben wir es zusammengeschustert. Hier schön mit diesem Loch. Hat doch was. Da kann man im Prinzip hier einen Parkplatz hinstellen. Da können die Leute hier aus Moers hier hintrampen und ein bisschen Hybrid gucken, wenn sie hier dann stehen. Das könnte man noch machen, hier mit einem Zaun etc. Ich würde sagen, das machen wir glatt noch. Aber zuerst machen wir natürlich den Hybrid und die TGVs etc. Und dann werden wir, ja, mitfahren. Hier haben wir noch ein Gleis, sehe ich gerade. Da kommen wir aber nirgends hin. Das habe ich, glaube ich, schon mal getestet. Das ist halt ein totes Gleis. Halb so schlimm. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Das hier ist das Portal. Hier kommen dann tatsächlich die Hybride raus und natürlich auch die TGVs. Mal gucken, wer dann in welche Richtung fährt. Das werden wir in der nächsten Folge gucken. Und in der nächsten Folge gibt es Signale, Fahrplan und sicher mindestens die Züge. Und ich nehme an, wir werden auch schon die ersten paar Meter mitfahren können. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.